Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn drei Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Wir zeigen es Ihnen jetzt bei EA Sports. Willkommen in der HDI Arena, willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir übertragen für Sie heute das Viertelfinal-Rückspiel dieses Wettbewerbs. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Spannendes Rückspiel heute. Die Gastgeber konnten das Hinspiel knapp für sich entscheiden. Ich denke aber, es ist trotzdem noch alles drin. Das ist eine Mannschaft, die das aufholen kann, lässt sie nicht verunsichern, bleibt ihrer Linie treu. Und vielleicht können sie das Ding ja heute auch noch drehen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Hier wieder los ist, Buschi. Das ist so beeindruckend, Wolf. Die Leute strömen ins Stadion. Und das ist ja nicht nur hier so, das ist überall auf der Welt so. Der Fußball erlebt einen Wahnsinnsboom. Kann losgehen. Barca mit dem Anstoß. Unaufhaltsam. Memphis, da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Gibt eine Ecke für Barcelona. Die Ecke kommt von Griezmann. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Er hat in den letzten drei Spielen dreimal getroffen. An diesen Leistungen will er... Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Da ist das Tor. Und damit sind sie in der Addition beider Spiele zwei Tore vorne. Und auch wenn es hier noch eine ganze Weile zu spielen ist, Wolf, ich glaube schon, wenn sie konzentriert bleiben, müsste es das sein. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Not. Es geht weiter in diesem Spiel. Neuer Spielstand insgesamt 3:1. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Jetzt Jordi Alba. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Jordi Alba holt sich diesen Ball.
Sergio Roberto. Barca jetzt in der Offensive. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Die Chance jetzt. Stark gehalten von Ter Stegen. Und den, glaubst du mir, Wolf, den haben viele schon drin gesehen. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Ecke kommt ins Zentrum. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Sie machen schon sehr früh Druck. Er holt sich vorne den Ball. Jetzt die Flanke. Super Aktion, gut geklärt. Schönes Zuspiel. Das ist abseits, Fahne ist oben. Ja, und ich glaube, da waren sie im 16er einfach zu statisch. Da müssen sie sich mehr bewegen. Sonst kann die Abwehr sie zu einfach ausrechnen, so wie hier. Und Busquets mit dem Ball de Jong. Griezmann. Gut durchgesetzt, gefährlich. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Die Fahne ist oben, abseits, aber das war richtig knapp. Knapp war er da im Abseits, wäre aber auch nicht gefährlich geworden. Düker. Ja, könnte was werden. Düker. Der ist drin. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Es geht weiter. Neuer Spielstand nach beiden Spielen. 4:1. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit. Ein fantastischer Treffer. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, ein Schnauzer. Spiel geht weiter, Spielstand insgesamt nun 5:1.
De Jong. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. In den freien Raum. Ganz gefährlich. Den will er mit Gefühl machen. Der Stegen ist da, stark gemacht. Das Spiel läuft alles andere als erwartet. Jetzt ist Pause, mal sehen, wie es dann weitergeht. Viele Tore in Durchgang 1, allerdings sehr einseitig verteilt. Ja, Wolf, eine dominante Vorstellung bisher, eigentlich. Durchgang 2 läuft. Da gehen sie dazwischen. Sergi Roberto. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Könnte gefährlich werden. Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Die Szene geht weiter nach diesem Block. Und da klingelt es im Kasten. Ein gutes Tor. Er stand massiv unter Druck, aber er bleibt ruhig. Ah, da darf der Ball bei dieser Parade natürlich nicht hinkommen. Da bedanken sie sich. Ja, zunächst die Abwehr, aber dann fällt das Tor. Der neue Gesamtspielstand hier. 6:1. Es geht weiter. Und Memphis Depay. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Sergio Busquets dazwischen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt ist die Kugel weg. Memphis jetzt. Er bekommt Hilfe. Sie gehen dazwischen. Sergio Roberto. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt Jordi Alba. Der Ball ist weg. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gute Aktion. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Busquets jetzt. Klasse durch. Oh, viel Platz jetzt. Trifft er, ja, drin, Tor.
Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sergio Roberto. Der Verteidiger stört ihn. Hereingabe jetzt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schöne Aktion. Es geht den Abschluss weiter. Sie wechseln jetzt. Und nun Jordi Alba. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Die Gelegenheit. Und es muss ein Tor werden. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein 3. Tor. Klasse. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Ja, da hat er keine große Mühe. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Der Schiri beendet dieses Rückspiel und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. Sie wussten natürlich, wir haben hier nur eine Außenseiterchance. Aber man hat jederzeit gespürt, diese kleine Chance, die wollten sie nutzen. Und das ist gelungen. Glückwunsch. Kann ich nur sagen, sie haben den Favoriten gestürzt und das muss ja noch lange nicht das Ende sein.